Die Gewinner in der Kategorie Bester nationaler Videoclip werden seit Jahren von Viva ermittelt. Ausgezeichnet wird dabei ein im Vorjahr produzierter Videoclip, der durch besondere Produktionstechnik und Ideenreichtum besticht. Auf die große Entscheidung. Sie kamen, sie sangen und sie siegten. Oh, ich glaube, es wird ein Wanderecho in dem Jahr. Ich glaube auch. Was sind denn schönster Sägen. Richtig. Die Gewinner sind Rammstein. Ganz viele hier. Wer möchte denn von euch? Drei. Wer noch? Oh. So. Du schon schnell? Einen haben wir noch, oder? Ja, einen brauchen wir noch. Genau. Danke. Sechs Leute, sechs Echen, bitte. Ja, wir freuen uns sehr. Weil wir waren noch gerade im Urlaub, es war schön warm, konnte man baden und schnorcheln und so, war in Ordnung. Bloß mit dem Essen muss man ein bisschen aufpassen, manche kriegen da immer so Durchfall. Ich nicht, also man muss die Flaschen, die Plastikflaschen aufschrauben, die noch zu sind. Nicht, die schon offen sind, weil dann ist das Wasser nicht gut. Also, aber keinen Durchfall gekriegt und sind wir dann in die Berge gefahren. Linksverkehr muss man, also kriegt man mal einen Schreck, wenn man so vor Auto fährt und denkt, wie man so rechts, also kommt einem entgegen, man will so ausweichen und dann ist man von links. War schön. Wer zu Lebzeit gut auf Erden, wird nach dem Tod ein Engel werden. Den blicken Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Ich konnte es noch nicht so richtig genießen, weil noch zu viel Aufregung im Spiel war. Aber vielleicht bei den nächsten Preisverleihungen wird man sich ein bisschen dran und kann es auch mehr genießen. Wir haben das ja nur fürs Video bekommen. Also das ist eigentlich der Regisseur und sein Helfer, Helfershelfer. Rammstein, die mit ihrer Mischung aus Metal und Techno im vergangenen Jahr ihren definitiven Durchbruch feierten, konnten mit ihrem zweiten Album Sehnsucht praktisch nahtlos an den Erfolg ihres ersten Herzeleid anknüpfen. Erfolg hat nun wirklich nicht damit was zu tun, dass man Echo kriegt. Die Resonanz holt man sich letzten Endes von woanders. Flak hat seinen Freund schon auf so einem Tisch stehen lassen, weil er wollte ihn nicht mit nach Hause nehmen, weil wir sind den jetzt irgendwie nicht richtig losgeworden. Er ist. Was bist du? Macht er sich nicht Blöckchen? Ich bin Klümpchen. Macht er dich eh noch lustig jetzt hier? Doch, wir sind heute auch schon richtig lustig. Weitere Gewinner des Echo 98, wie die Veranstaltung ankam und die Aftershow-Party im nächsten Teil von Jam. We'll be right back.
Jam.